Ja denn, Googly, zum neuen Video von uns. Heute mit der von Begadi gestellten E&C EC25 MCC. Das ist eine SR25, ne? Aber geil. Machen wir das Ganze jetzt mal etwas geordneter, was für uns ja sehr ungewöhnlich ist. Wir machen mal die groben externen technischen Daten. Und zwar einmal das Gewicht. Das ganze gute Stück hier kommt so, wie es hier ist, mit einem Grundgewicht von 2600 Gramm um die Ecke, was ich jetzt nicht so wirklich schlimm finde. Mit einer Gesamtlänge von, ich wusste das eben aus dem Kopf jetzt nicht mehr, von 820 bis 910 mm, falls es jemanden juckt. Ihr habt eine Lauflänge von 363 mm mit einem 603er Innenrohr, wo ich nachher auch noch mal ein bisschen drauf eingehe, weil damit hatten wir eine kleine Speciality. Gut, vorne habt ihr wie immer ein 14 mm Negativ Gewinde. Das heißt, euer ganzer Klumpatsch und Spaß passt da mit drauf. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir direkt mal zu den technischen Spezialitäten. Und zwar die für mich interessanten Sachen sind, hier drin ist eine V2.5 SR25 Gearbox. Die ist speziell, weil die einen etwas größeren Zylinder hat und im Gesamt etwas größer ist. Da könnten wir uns auch hier so ein Bild von der Gearbox, von der Begadi-Seite einblenden. Könntest du das machen? Da so, hier so, da, da? Wonderful. Seht ihr, die ist ein bisschen spezieller. Interessant an dem Ganzen ist, wie Begadi typisch, das Begadi Core drinne, was auch astrein funktioniert. Und interessant ist das Federschnellwechselsystem, was damit drin ist, was E&C halt auch bombastisch gut umgesetzt hat. Gut, dann würde ich sagen, mal von vorne nach hinten, wie immer. Gut, die Mündung. Der E&C-Style Mündungsfeuerdämpfer, ich finde den irgendwie cool. Der hat nicht wirklich, also, ne, da sagte schon jemand, die wäre irgendwie stimmgabelig, finde ich jetzt nicht. Ich finde, der sieht einfach nur geil aus. Schön mit einer kleinen Made von oben festgemacht, sitzt bombig. Direkt dahinter unser Frontside Post oder Gasblock mit einem wunderschönen beidseitig benutzbaren QD-Point und einem Flip-Up-Korn, weil ich ganz hübsch finde. Dann unser Front-Rail-Kit. Schön abnehmbar, falls ihr das machen müsst, über diese beiden, komm mit, diese beiden Schräubchen hier. Könnt ihr dieses ganze Ding einmal runternehmen. Wer auch immer das braucht, da gab es, ich meine, da hatte irgendwer mal einen Fachbegriff für dieses Rail-Kit. Nee. Weiß ich nicht. Ich meine, da gab es irgendwie mal einen Fachbegriff für so einen Typennamen. Aber an und sich ist es auch scheißegal. Es ist ein aluminiumgefräster 3/4 M-Lock, 1/4 Picantini-Gedönse-Rail. Das ist M-Lock. Das ist M-Lock. Das ist auch M-Lock. Das ist auch M-Lock. Auch ein 45 Grad M-Lock. Weil guck mal, ich habe sogar da hab ich ein M-Lock-Ding draufgebracht, was ich eben vergessen habe abzuschrauben. Aber das ist kein M-Lock. Doch, tatsächlich. Das ist auch M-Lock? Das ist auch M-Lock. Wie gesagt, ich habe ja hier, habe ich ja auch einen M-Lock Sling Mount dran gemacht. Ja, aber dann ist es doch ein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ein Achtel
Rail. Ja. Ja. Gesundheit. 7/8 M-Log. Es ist ein 7/8 M-Log und ein Achtel. Die Schnauze, Alter. Auf jeden Fall richtig schöner Handguard, packt sich super an. Ist ganz was Feines. Ich weiß nicht, ob man da noch. Ihr kriegt bei dem ganzen Paket, bekommt. Wer ist da hinten die ganze Zeit am Niesen? So, nochmal. Ihr bekommt bei dem ganzen Paket, wenn ihr die bestellt, bekommt ihr ja noch so kleine M-Log-Rail-Segmente bei. Davon könntest du auch nochmal hier ein Bild einfügen, weil ich jetzt natürlich nicht dabei habe. Weil die. Ne, den Karton davon habe ich noch zu Hause. Ne? Ja, den Karton davon habe ich noch im Keller. Den Karton auch direkt eingemottet, weil ich nicht vorhabe, die Knarre zurückzuschicken. Gut. Ihr bekommt auf jeden Fall noch drei kleine M-Log Rail Sets dazu. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, wer jetzt hier ein Stück Rail draufschraubt, um da irgendwas dran zu montieren, Schande auf dich. Und Schande auf deine Kuh. Denn das sieht nicht geil aus. Du hast M-Log, Junge. Benutz M-Log. Weil M-Log sexy ist. Fast so sexy wie Keymod, aber keine Sau benutzt mehr Keymod, also ist alles M-Log. Und alles ist Ares. Alles ist Ares. Gut, weiter nach hinten. Ja. Gut, wir haben eine grundsätzlich komplett beidseitig bedienbare Knopfverrietes. Ihr habt einen Feuerwahlhebel, beidseitig bedienbar. Ihr habt einen Magazinauswurf, beidseitig bedienbar. Und was ich ganz geil finde, ihr habt den Bolt Catch, der übrigens funktioniert, auch beidseitig bedienbar. Das ist, ja, sicher. Da kann man das auch noch mal sehen. Da habt ihr nämlich auch ganz schöne Knöpfe. Ich finde das auch sehr. Sehr smooth und sexy gelöst mit den Magazinen und dem ganzen Knopf. Finde ich sehr schön. Sehr, sehr schön. Gut. Dann haben wir hier hinten dran schon mal fest. Achso, doch ja, ne, machen wir das hier. Haben wir eine beidseitige Slingplatte, was auch sehr nice ist, dass da auch mitgedacht wurde. Dann haben wir unser Flip-Up Lochkimme Dings. Was halt auch nie irgendjemand benutzt, aber ich lasse halt trotzdem drauf, weil ich keine Lust habe, die zu verlieren. Standard AR-15 Style Ladehebel. Ich bin sogar am überlegen, mir dafür vielleicht nochmal einen anderen zu holen, dass das Ganze noch ein bisschen mehr sexy aussieht. Der ist nicht gesichert, oder? Der ist gesichert, aber auch nur einseitig gesichert. Ja. Also Sicherung funktioniert ja. Auch. Sicher. Ja, sicher funktioniert die Sicherung. Wichtig, was für mich ganz wichtig ist, unser Dummy Bolt, der bleibt offen. Das ist so unglaublich wertvoll, einfach nur ums Hopper bequem einzustellen. Also schon, ne? Hat E und C. Von E und C haben wir bis jetzt generell nur geile Sachen. Ja. Ja, doch. Ja, und dann halt so ein Standard-Stock. Ich weiß nicht, das ist so ein. Ja. Yeah. Der ist, ja. Ne? Und nicht viel zu sagen, außer, dass ich, um den Wackel frei zu kriegen, hier hinten 2-3 Lagen Iso-Tape drüber machen musste. 2 Lagen, um ganz genau zu sein. Und dann wackelte der auch nicht mehr. So, bevor ich zum Federschnellwechsel komme, gehen wir nochmal ganz flugs auf den Trigger ein. Denn dieser Trigger hier, ich hoffe, das kriegst du anständig drauf, der ist, hat hier unten so ein Madenschreibchen. Was tut es? Warum lutscht du deine Taschenlampe ab? Da, der hat da unten ein Madensträubchen. Das heißt, ihr könnt euch den Trigger sehr schön einstellen auf den Punkt, wo er tatsächlich dann abdrücken soll. Ich habe mir den jetzt relativ lang gelassen, den Weg, weil ist halt eine DMR, ne? Da muss er halt nicht mit Speed triggern. Du kannst aber Speed triggern, wenn du willst. Kannst du? Musste aber nicht. Und worauf wir vielleicht auch noch eingehen könnten, obwohl das eigentlich auch relativ irrelevant ist. Der Motorgriff funktioniert richtig gut. So, da habt ihr hier quasi auch so ein
Motorschnellzugriff finde ich, wenn man basteln muss, ganz angenehm. Mussten wir aber noch nicht, weil die bis jetzt einfach einwandfrei funktioniert hat. Auf den zwei Spieltage, die wir schon mit hatten, ne? Zwei. Ja, und das ist der dritte. Ja, stimmt. Zwei und jetzt Sonntag der dritte. Ja, funktioniert alles one wall free. Musste ich noch nichts einstellen. Ich habe mehrfach mitbekommen, dass Leute sagen, dass der Motorabstand ab Werk nicht passen würde. Das war bei uns jetzt nicht der Fall. Also ich bin eigentlich im Allgemeinen generell mit der Performance relativ happy. Gut. Ein Akku habe ich. Immer jetzt? Nee, allgemein. Ob okay. Wir einen ja. Brauchen oder ob wir unseren nee, Vermieter nee. Anhauen. Nee. Gut, dann zeige ich euch jetzt einmal ganz flugs, weil mir das doch recht wichtig ist, weil ich das sehr, sehr geil finde. Das Federschnellwechselsystem. Und jetzt sage ich euch erstmal im Vorhinein, warum ich das so wichtig finde. Das ganze Ding ist, wie ich jetzt schon mehrfach betont habe, als DMR geregelt. Also gedacht. Ja? Das Problem ist jetzt, selbst wenn ihr auf einem Spielfeld eine DMR-Regel habt, dann wird die zu kurz sein. Weil die ja meistens eine Kaliberangabe, ne, 7.62 haben wir hier, voraussetzen und eine Länge von der Wumme. Da das Ganze aber ein relativ kompaktes Ding ist, kommt ihr da meistens nicht mit rein. Jetzt hat die Wumme allerdings ab Werk einfach mal 2 Joule. Und ich glaube, wir haben sogar am Anfang haben wir sogar 2,2 gekront. Ich meine 2,2,2, so um den Dreh waren wir unterwegs. Und das ist halt ein bisschen viel, ne? Und deswegen kannst du einfach hingehen, machst hier hinten die Kasselnut auf. Dann drehst du den Dulli und ziehst den einfach schön nach hinten ab. Und dann einmal hier. Zack, da ist die Feder. Und in unserem Fall haben wir jetzt tatsächlich eine M110er drin und haben damit auf dem Spielfeld, beim Spielfeld-Chrono 1,4 Joule gekront. Ich weiß nicht, wir können ja nochmal einen Chronotest aufnehmen. Wir können ja gleich kronen oder am Sonntag das Kronen einfach filmen. Ja. Ja. Reicht auf jeden Fall 1,4 Joule, ne? Jo. Ich find das einfach so geil. Ich meine, das war doch auch mit den AR-15ern, die wir da hatten. Mhm. Das war, ist auch EMC gewesen, oder? Das waren die EMC hatte das ja. Und die Speckner Arms. Stimmt, und die Speckner Arms. Also das ist halt auch wieder so eine Sache, Alter. Wenn du AR-15er herstellst, ne? Mach's doch genau so. So und nicht anders. Wie unfassbar easy peasy das einfach ist. Ist halt super geil, weil ihr dann auch mal so, ne, ihr steht jetzt beim Spielfeld und ihr kront dann vor Ort und keine Ahnung, euer Chrono zu Hause hat euch einen anderen Wert gegeben, weil Chronos ja auch alle gefühlt das machen, was sie wollen. Und dann steht ihr am Spielfeld und sagt, oh, ich kann damit nicht spielen. Und dann nehmt ihr euch einfach andere Federn mit und steht dann am Chrono und könnt dann eben mal so, skedusch, eine andere Feder da reinschmeißen und dann ist halt wieder geil. Dann fluppt das. Anstatt jedes Mal die halbe Knarre auseinanderbauen zu müssen, die Gearbox zu öffnen und irgend so ein Mist, will doch keiner. Auf das Rohr wollte ich noch eingehen, ne? Das Innenrohr und alles. Ich meine, darauf wollte ich noch eingehen. Auch das easy peasy Zitronen quetschen. Hä? So schlecht war der Witz jetzt auch nicht. Den Buddy Pin. Den Buddy Pin. Der hintere Buddy Pin geht bei mir übrigens ein bisschen stramm. Ich weiß nicht, ob das an meiner allgemeinen Unfähigkeit liegt. Ja. Okay, auch. So. Das ist jetzt wieder meine allgemeine Unfähigkeit, vor allen Dingen im Zusammenhang mit SR25ern. Ach, A15, ne? Na komm. Da. Da. Dann müsste die Pins auch rausmachen. Man müsste die Pins auch ganz rausmachen, damit das funktioniert. Das ist richtig. Aber auch da jetzt wieder, Alter. Wie war das denn? Das habe ich doch letztes Mal hier alles so easy peasy einfach abgenommen. Ah, man muss den hinteren. Okay, nur zum Tipp. Falls ihr die mal auseinanderbauen müsst, beim Auseinanderbauen müsst ihr den
Bolt-Release-Button hier. Den Bolt-Catch müsst ihr gedrückt halten, weil euch der Upper dann hier an der Feder für dieses Dummy-Blech hängt. Und dann wird das Ganze mal schnell frustrierend und ich bin ein unglaublich entspannter Mensch. Ah. So, jetzt sind wir relativ easy an unser Innenrohr gekommen. Was ich als Auffälligkeit hatte. Erstmal, sind wir auch da realistisch, sehr geil. Schönes Rotary Hop-Up, wo ihr von außen auch wunderbar rankommt zum Einstellen, was die auch echt gut einstellen lässt. Kommt von Begadi auch mit dem Fly 5. Also auch Hop-Up-technisch Top-Leistung. Jetzt kommt mein kleines Aber. Es kann jetzt sein, dass ich hier ein Vorführmodell bekommen habe oder ein Gewehr, was irgendwo mal lange rumstand, offen. Als ich das rausgeholt habe und das erste Mal dieses Rohr hier sauber gemacht habe, kam da eine Mocke raus, als hätte die Knarre schon 40 Mal ein Spielfeld von unten geküsst. Das war nicht schön, was da rauskam. Also da war schon echt... Also, nö, Staub war das nicht mehr. Das war schon richtig Dreck, der da drin war. Und womit hast du das sauber gemacht? Womit habe ich das sauber gemacht? Mit dem Begadi Rohrreinigungskit. Und Breff. Ja. So, Begadi, das ist jetzt nochmal 10 Euro extra Zahlung. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, die Nummer musste ich nochmal ganz anständig sauber machen. Aber danach, performance-technisch schon, ne? Du kannst ja, wenn du willst, die ganze Zeit so nebenbei mal so den einen oder anderen Abschuss einfügen. Mach das lieber nicht, weil dann hast du nach den zwei Abschüssen halt nichts mehr zu zeigen. Ich wollte gerade sagen, welche Abschüsse. Weil ich halt ein richtig beschissener Schütze bin. Aber vielleicht kommen wir jetzt am Sonntag noch ein paar Abschüsse dazu, die du mit einfügen kannst. Wir haben übrigens Gameplay gemacht. Ich bin richtig schlecht, das ist unglaublich. Hallo, wie ist es? Hallo. Das ist eine sehr obszöne Geste. Liebe Zuschauer, bitte gucken Sie sich das nicht ab. Ja, das sind unsere da oben. Na, der hat ihn gecallt. Ich geh weg. Der hat ihn doch nicht auch gecallt. Ich geh kaputt, Alter, schon zwei unten. Nee, das ist hinterm Fenster. Oder? Da oben hat er gepiekt, bin mir nicht sicher. Hinter der Flasche. Der hat ihn gecallt. Flasche piekt, glaube ich, wieder. Der hat den doch nicht auch ge... Ich werde... Finger! Hui! Ich wollte schon gerade sagen, den musst du doch gecallt haben. Den hat er... Komm, Alter, du hast gezockt. Ja. Aber auch da lässt sich wieder richtig entspannt zusammensetzen. Und umgekehrt halt einfach dasselbe Spiel nochmal. So.
Na komm. Dass ich mich hier nicht zum Affen mache. Oh Quatsch. Da war noch eine Mumpel drin. Ist ja nicht so, als ob ich hier gerade sauber gemacht habe. Ja, so. Das kann ich noch erzählen. Ach ja, Magazine. Magazine. Wenn ihr das gute Stück kauft, bekommt ihr zwei von diesen, was sind das? 100 Schuss mit Caps. Die Blechdinger ohne MacPull, wohlgemerkt. Ich mach den jetzt noch nicht ab, weil das ein Riesenformular ist, den wieder drauf zu kriegen. Die funktionieren absolut einwandfrei. Kompletter Knaller, richtig geil, richtig gut. Steck doch mal. Wow. Warte. Ah. Leicht Spiel. Ja, aber nur minimal. Freifallend. Absoluter Knaller. Jetzt habe ich mir gedacht, Mensch, ich wäre halt auch mehr gerne so eine richtig coole Sau. Und dann habe ich mir noch welche von diesen P-Max mitbestellt, die ich dachte einfach nur coole aussehen. Die sind halt viel größer, die Dinger. Hm? Also, jo, ne, ganz Stück größer. Und, Moment. Wollen ja nachher nicht wieder Ärger kriegen. Und mit denen hat man das Problem, oder ich zumindest habe stellenweise das Problem, ja, dass die nicht beim ersten Mal richtig anständig einrasten. So, dann fallen die euch immer wieder raus. Ihr denkt, die wären drin. Also die wollen schon nochmal einen kleinen Patscher von unten haben, bevor die anständig drin sitzen. Und freifallen sind die auch nicht. Fieden tun die allerdings komplett einwandfrei. Also da kann man nicht meckern. Ja, aber wenn ich mir noch mal mehr Magazine dafür kaufen sollte, würde ich mir wahrscheinlich lieber wieder die Blechdinger holen. Auch wenn ich finde, dass die sehr langweilig aussehen. Aber... Und? Die Dinger sind so dick, so groß. Die haben meinen MacPull gesplittet. Einfach den Arsch aufgerissen. Aber ist ja egal. So. Dann jetzt einmal empfohlen. Von mir ganz warme Empfehlung ist ein 11.1er. Die pupst einmal, wenn die fertig ist. Schutzbrille auf, weil, ne? Und jetzt einmal das allgemeine Ansprechverhalten von dem Baby. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, die kreischt ein bisschen. Und die ist ziemlich laut. Aber da gibt es bestimmt andere große YouTuber, die technisch da mehr die Zeit haben und die Ahnung, um da detailliert drauf einzugehen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ich finde es einfach geil. Müsst ihr mal überlegen, das Ganze ist halt eine Gearbox, die darauf ausgelegt ist, mit 2 Joule zu arbeiten. Deswegen ja auch der Mamba drin. Welcher Mamba ist das eigentlich? Der. Wo haben wir denn? Der 30K, der 30K Motor ist da sogar drin. Also, ne, der will ja richtig was sehen. Und dafür hast du dann halt mit einer DMR, finde ich schon. Also. So spielt ja niemand außer Leon seinen DMR. Ne, also. Aber ihr könntet, wenn ihr wolltet. Macht nur keiner. Dann reden wir mal ganz flugs noch über die Spielbarkeit und dann mache ich auch direkt danach das Fazit. Mhm. Und dann wird das Video mal nicht irgendwie eine Stunde lang, das ist auch mal ein witziges. Spielbarkeit. Für mich als Linkshänder, absoluter Knaller. Für mich als AR-15-Hasser, immer noch geil. In fact tatsächlich sogar so geil, dass ich die behalten werde. Und das wird wahrscheinlich meine neue Main, weil das Ding einfach der absolute Knaller ist. Führung, also Führbarkeit. Das Ding liegt top in der Hand, der Griff ist einfach geil, es fühlt sich gut an. Alles in allem und vor allen Dingen, was man halt auch mal sagen muss, weil wir sind ja Airsofter, das Ding ist ein Hingucker. Also es ist schon ein geiles Gefühl, wenn du übers Spielfeld läufst und die Leute alle so, was hast du denn da Schönes? Und dann zeigst du und sagst, ja, das ist die neue SR25 von Megadi. Und dann sagen die alle, schick.
Und dann haben wir uns jetzt auch noch für dieses Sunset Grey, nennt sich das. Ich hoffe, das kann man jetzt auf der Kamera überhaupt so großartig von Schwarz unterscheiden. Weil das ganze Baby gibt's ja in Tan, in Schwarz und in diesem Sunset Grey. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie die auf Sunset Grey kommen. Für mich hat das mehr so einen schon fast rötlich-bräunlichen Stich, oder? Also ich finde, da ist was Rötliches mit drin, ne? So ein bisschen Bronze. Ja, ja, irgendwie so in die Richtung. Also es will ein Grau sein, aber da hat jemand drauf geblutet. So ist das für mich. Ja, Spielbarkeit für mich persönlich eine Top 10 von 10. Performance absoluter Knüller. Finde ich auch richtig geil. Das Einzige, was ihr euch nur vorher, worüber ihr euch im Klaren sein müsst, es sind halt 7.62er Magazine. Das heißt, die passen nicht unbedingt in jeden M4 Mag Pouch. Wahrscheinlich in die meisten überhaupt gar nicht. Weswegen ich die tatsächlich, also ich habe die Highspeed Gear Tacos. In den Single Taco passen die mit rein. Und sonst habe ich die tatsächlich bei mir im Chestrick einfach vorne so rein. Ich habe da gar keine Inlays für. Also ich werde mir da noch Inlays in Inserts verkaufen. Aber ich laufe halt auch nur mit 4 von den Dingern dann auf dem Feld rum, obwohl ich 5 habe. Weil die halt einfach so groß sind. Muss man aber auch ehrlich sagen, die Knarre will aber auch kein Sturmgewehr sein. Das will die nicht. Die möchte schon gerne Distanz schießen, das merkt man. So. Contra ist ziemlich laut. Ja, also ziemlich laut und kreischig. Das ist mein erstes Contra, aber wenn man die Zeit hat und die Lust und sich da mit der Gearbox ein bisschen auseinandersetzt, kriegt man das, glaube ich, auch relativ gut in den Griff. Ja, das war's. Mir fällt gerade original, also ihr kennt mich, ich bashe gerne auf einer Knarre rum, aber da fällt mir gerade wirklich nicht viel zu ein. Contra, es ist und bleibt im Grunde irgendwie eine AR-15. Das ist mein Contra. Das Ding sorgt dafür, dass ich AR-15er mag. Oder das Ding hier mag. Das ist ein Contra. Pro. Geile Performance. Geile Führbarkeit. Geile Optik. Das Federschnellwechselsystem ist ein absoluter Knaller. Die Gearbox wie Vegali, die gebaut hat, im Grunde wieder kompletter Knaller. Komplette beidseitige Bedienbarkeit. Knaller. Und wir zeigen jetzt auch gleich noch, wie die aussieht, wenn ich die voll aufgebaut habe, so wie ich die spiele. Und ja, mach mal einen Cut und dann, wenn du das gleich gecuttet hast, dann seht ihr jetzt, wie das aussieht, wenn ich die voll aufgebaut habe. Okay? Gut. Und so, meine Damen und Herren, spiele ich der Gerät. Ihr seid nicht schön. Es ist schön. Kann mir keiner erzählen, das ist schön. Und zwar habe ich einmal das Competition Scope von Vegali drauf, dann irgend so ein Micro Red Dot, ich glaube auch von Vegali. Den Mount gab es, meine ich, auch mal bei Vegali, ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Das ist ein einstellbarer Winkelmount. Vorne drauf ist eine Runcam 2 4K mit der 25mm Lens und einem 3D gedruckten D-Ball Pack. Ja, eine Anker. Akkubox und der ganz normale hier von Vegali, der mein Fetischgriff, der Griff, wo ich meinen Fetisch von habe, weil er nur etwa 1, 2, eigentlich überall. Ich glaube, den Knarren, die ich noch zu Hause rumliegen habe, da hängt der auch noch ein paar Mal dran. Ich habe den ein paar Mal, ich finde den gut. Und auch von Vegali der Vipertech Sling an Ranger Bands. Ja. Yeah. That's my style, bro. That's my move. Love it. Gut, das war jetzt Fremdschämen. Passt schon. Ja, allgemeines Fazit. Geiles Gerät, macht richtig Laune. Haut auch richtig was raus. Könnt ihr auch mit schweren Kugeln spielen. Ich spiele die mit 32ern und ich glaube, da geht sogar noch was mehr. Die sind mir einfach nur zu teuer, weil ich eine arme Sau bin. Ja. Deswegen von uns klare Kaufempfehlung. Vielen Dank an Vegali fürs Ausleihen und nie wieder kriegen. Na, er kriegt ja das Geld dafür, alles gut. Ja, und dann schaut auch mal auf unserem Twitch vorbei.
Das ist verlinkt unten. Ja, wir haben neuerdings auch ein Patreon. Ist auch verlinkt unten. Und nein, das, was da drin steht, ist noch nicht die endgültige Version. Nein, ist es nicht. Nein, nein. Denn das ist peinlich. Ja, das war's dann soweit, ne? Falls ihr Fragen an uns habt, unsere Kommentarspalte ist immer offen. Kommentare helfen uns richtig weiter für den Algorithmus. Und Discord haben wir auch noch. Ist auch unten verlinkt. Ja, das war's, würde ich sagen, oder? Dann, da ist die Tür. Mach auf, sie Scheiße.